Ja, vom Verein unfassbar professionell. Haben natürlich auch sehr, sehr viele Termine, die wir abarbeiten müssen. Und von der Mannschaft überragend, also von der, wirklich von der Einsatzbereitschaft. Sind jetzt die ersten zwei Einheiten in der Halle gewesen. Man merkt, dass wir uns so ein bisschen aneinander gewöhnen müssen. Was ist mir wichtig? Wo habe ich den Schwerpunkt? Aber heute war wirklich eine riesen Intensität drin. Gestern war es auch gut, aber heute hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Moment geht es um die Idee, wirklich wegzulaufen und Umschaltspiel. Das ist so, dass sie, ich glaube, ein paar Jungs noch so eine kleine Blockade im Kopf haben. Die versuchen wir jetzt aufzulösen, dass sie wirklich einfach laufen dürfen, sobald wir den Ball haben. Und dann wollen wir natürlich gute Entscheidungen mit Ball treffen. Das heißt, im Moment ist der Hauptschwerpunkt wirklich Entscheidungen mit Ball, ohne Ball laufen. Das passt auch in diese Phase ganz gut, wo wir sicherlich noch einen konditionellen Aspekt reinlegen wollen. Und dann werden wir Stück für Stück dann erstmal unsere Abwehr bauen. Dann das Tempospiel mit einbauen und dann im zweiten Teil der Vorbereitung dann mehr und mehr auch Wert auf unseren Angriff legen. Gute Typen, also macht echt Spaß. Ja, lustige Typen, glaube ich. Und man merkt schon, dass wir in jeder Trainingseinheit Vollgas geben, dass sie kämpferisch da sind. Im Moment machen wir noch wenig mit Zweikämpfen, aber ich glaube, es sind zwei Spieler, die auch sehr, sehr gerne Zweikämpfe führen. Von daher werden wir Ende der Woche, Anfang nächster Woche, hoffe ich, dass wir sie dann auch in ihrer Kernkompetenz in der Halle sehen. Ja, yeah, so I'm really happy that I'm here with the team. It's a really nice atmosphere. We are training good. We had already two trainings with the coach and the conditioning trainer Flo. So yeah, we are going to do mixed handball and like running and strength exercises, and for now everything is fine. The guys are great and I am happy to be here. Ja, dass die Leute sind sehr, sehr nett. Diese fünf Tage hat mich sehr gefreut, die Jungs kennenzulernen. Und klar, in einer Vorbereitung ist immer hart. Körperlich sind vielleicht nicht alle da in Bewegungen so, aber ich glaube, in der nächsten Woche schaffen wir das hin.